von SCP Science ist ein von oben beladbares, kompaktes, axialsymmetrisches Mikrowellenaufschlusssystem. Die Miniwave besteht aus einem Touchscreen-Controller und bis zu 4 Modulen, die über USB-Schnittstellen angeschlossen werden. Jedes Modul kann bis zu 6 Proben in Quarz- oder Teflongefäßen simultan aufschließen. Die einzelnen Module können mit unterschiedlichen Methoden angesteuert werden. Dank des Druckluftanschlusses können die Proben schnell und einfach abgekühlt werden. Die Luftkühlung startet automatisch nach dem beendeten Aufschluss. Der Abluftventilator läuft mit 2 Geschwindigkeiten, langsam während des Aufschlusses und mit maximaler Geschwindigkeit während der Kühlsequenz. Ein IR-Sensor überwacht die Temperatur in jedem Gefäß. Ein 1000 Watt Magneton ist axialsymmetrisch positioniert. Dieses einzigartige Design ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung der Mikrowellenenergie für reproduzierbare Ergebnisse. Die Miniwave ist ideal für Umwelt-, Lebensmittel-, landwirtschaftliche, petrochemische, geologische und biologische Proben. Wie man sieht, ist die Platzierung des Gestells recht einfach. Der Deckel wird anschließend sicher geschlossen und mit dem ergonomisch gestalteten Griff einfach verriegelt. Links ist der Halter, in dem die Proben vorbereitet werden, bevor sie in das Gestell für den Aufschluss überführt werden. Das sind die Komponenten des Gestells und der Gefäße. Es ist sehr einfach, das Gestell im Modul zu platzieren. Die Sicherheitsdruckverschlüsse ermöglichen ein sicheres Entlüften nach dem Aufschluss. Zur leichteren Beladung ist das Gestell drehbar. Das Probengefäß wird in der Gefäßhülse platziert, die PFA-Kappe samt Einlage darauf. Dann wird der Sicherheitsdruckverschluss festgedreht, erst per Hand, anschließend mit einem Drehmomentschlüssel. Vier USB-Schnittstellen sind für den Anschluss von bis zu 4 Miniwave-Modulen. Die fünfte ist für Berichte. Touchscreen-Controller gibt man den Nutzernamen und das Passwort ein und wählt dann die Registerkarte Module. Die Methode wird ausgewählt sowie die Art der Gefäße. In diesem Fall die USEPA-Methode 3052. Bei einem nur zum Teil belegten Gestell sollen die Proben möglichst symmetrisch angeordnet werden. Die einzelnen Proben können mit einem alphanumerischen Wert zur Nachverfolgung gekennzeichnet werden. In der Registerkarte Digestion wird die durchschnittliche Probentemperatur in weiß angezeigt, die Zieltemperatur in schwarz. Der Graph wird in Echtzeit aktualisiert. Über die Registerkarte Methods kann eine Methode bearbeitet, erstellt oder angesehen werden. Bei der gezeigten Methode soll die Zieltemperatur von 180 Grad Celsius in 10 Minuten erreicht und für 10 Minuten gehalten werden, wobei 10 ml Salpetersäure zur Probe hinzugefügt werden. Falls mehrere Miniwave-Module angeschlossen sind, kann man in der Registerkarte Modules zwischen diesen hin und her schalten. Der rote Graph zeigt den theoretischen, der gelbe den tatsächlichen Temperaturverlauf des Aufschlusses. Unter Reports kann man Ergebnisse vergangener Durchläufe aufrufen. Unter Utilities werden Passwörter festgelegt. Als Administrator kann man eine Methode erstellen, bearbeiten oder löschen. Ein Operator kann eine Methode nur auswählen. Einstellungen zu Datum, Uhrzeit, Verbindung oder Sprache können unter Settings vorgenommen werden. Die Registerkarte Diagnostics wird bei Servicearbeiten genutzt. Von jedem Bildschirm aus kann man zurückkehren, den Fortschritt des Aufschlusses ansehen und zwischen allen im Betrieb befindlichen Modulen hin und her schalten. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte uns oder besuchen Sie unsere Webseite.